Bam, 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 bam. Jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mist Survival. Wie ihr seht, ich habe meinen Geländewagen vollpackt bis Oberkante, Unterlippe. Was noch reingegangen ist, haben wir reingepackt. Und jetzt sind wir endlich daheim und ich muss das Auto ausschalten. Und verschwenden müssen wir auch nicht. So. Fröschen, ja. Bobby ist hier. Ja, der darf natürlich sein, was er will. Ja, und Bobby ist ein Männchen. Ja, also ist ein Huhn und sein Hahn gefangen in einem Huhn. Ja, genau. Also der Bobby. Ja, wichtig ist Bruno. Gut. Und Bibba hat mir natürlich darauf hingewiesen, dass der Entwickler von dem Spiel fleißig dran ist und die NPC-Dorf noch Missionen erhält und ihr Privatbereich, also dieser Asia-Look, den wir letztes Mal gefunden haben, dass das alles noch in Arbeit ist und dass dann die Maps verschmelzt werden, also die alte, neue Map mit der hier. Es also wird bestimmt schon gut. Ja, müssen wir nur abwarten können. Wir schauen jetzt, was wir an Content rausziehen können aus dem, was bis jetzt da ist. Und dann wird das schon. Also müsste es auf jeden Fall ein an sich ein sehr schönes Spiel. Also mir gefällt es gut. Drehen, drehen, drehen. Wo tue ich die eigentlich hin? Ja, das kommt dann aufs Auto drauf. Genau. Das kommt aufs Auto drauf, auf die andere Seite. So. Müssen wir dann nur. Entschuldigung, müssen wir dann nur ausräumen. So, so einen Spind, der kommt dann mal noch. Wann kann man da herstellen zur Schmiede? Aufhören zum Drehen bitte, danke. Dann können wir dann das Schmiedematerial rein tun. So. Ja, dann macht er dich doch gut. Zumindest ein bisschen was. Genau. Dann können wir. Na, da haben wir die Holzkisten, wo das relativ klar geht. Da stellen wir lieber auch so an daneben her. So. Drum, 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 drum. Kommst du da rein? Ja. Zack. So, bist du leer. Nein, du bist natürlich randvoll. Das müssen wir natürlich nur ausräumen. Ah, ganz geht's nicht rein. Dann nehmen wir das raus. Und nehmen wir mal das mit, was. Salpeter bleibt da, das bleibt da. Was bleibt denn hier? Das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier, das, das. Container habe ich draußen, die Wassercontainer, die können wir gleich mit da einrammen, oder ist auch noch was drin? Das wird dann weggerammt, da können wir den rein. Kommt dann das da auch rüber. Dann ist das alles beieinander. Die Kisten kommt dann da in den Schrank rein. So, gut. Zu weit hinten, ah, zu weit vorne. Genau. Gut. Was haben wir da noch drin? Z-Tape. Bei so einem Schrank kann die einstellen für Essen, gell? Mal das raus. Das raus. Oh nein. Nehmen wir einen mit. Man befindet mir noch nur Schränke. An dem soll es ja nicht scheitern. Und noch einen für Essen. Schießen, nicht aber Seiten. So. Kommt da gleich mal das ganze Essen ein. Genau, ist ich lieber gleich, weil der ist sowieso dann schlecht. Wenn wir säge wieder. So. Zucker hatten wir hier. Da haben wir Kaffee drin, genau. Medizin. Nix, nix. Trinken. Trinken. Meduzin. Wer hat das gesagt? Wer hat immer Meduzin gesagt anstatt Medizin? Wer war's? Ab in die Kommentare damit. Wer war's? So, Munition.
Gut, dann haben wir wieder leer, oder? Ja, wenn wir die nächste Fuhre. So, was wir natürlich leider nicht gefunden haben, ist Mais. Wir können kein Mais abbauen, aber ich habe jetzt da ein paar so Kübel dabei. Ach ja, und mit der Schaufel soll ich anscheinend schon Erde schaufeln können. Das probieren wir jetzt dann auch nochmal aus. So. Schaufel. Schaufel. So in die Erde stecken und nicht in der Luft rumfuchteln. Salz 6. Wir können, oder? Waren bloß die zwei. Schnappes. Also Lagerraum haben wir jetzt genug. Ich glaube, ich werde dann nochmal anfangen, jetzt Fach plus eins einzurammen. So, das. Nein, Tuch. Bücher haben wir echt zum Saufordern. Kippen. Rauchen ist ungesund. Bei mir ist der vierte vierte. Kiffen ist erlaubt. Aber natürlich keiner dran denkt hat. Gut, wir erlauben das Kiffen, aber man darf es nirgends, gibt es nirgendwo was zum Kaufen. Hahaha. Das ist typisch deutscher Staat. Wir denken nichts fertig. Das ist aber mit meinem Hochwasserschutz. Wir sagen einfach, du hast 6 Monate Zeit, mach das. Aber das, wenn er dazu schreibt, wo man den Scheiß herkriegt. Es ist nämlich gar nicht so leicht, eine Hochwasserschutztür zu finden. Das ist echt schwierig, hätte ich mir gar nicht gedacht. So ordnen wir da auf die Paletten noch. Genau. So eine Art Hochbeet. Da haben wir ganz schön gesucht, bis wir da einen Hersteller gefunden haben, der uns eine Tür liefern kann, die hier 3 Tonnen Wasser aushält, wenn das draußen ansteht. Weil du musst ja berechnen, also laut dem, was das Amt schreibt, an Hochwasser, was bei dir an der Haustür ansteht, also am Grundstück, bei mir sind 60 cm, was erwartet werden beim Katastrophenfall, plus Kellerhöhe, haben wir bei über 3 Meter Wassersäule, was da dran an der Tür ansteht. Also brauchst du eine Tür, was das auch aushält, nicht, dass der die aufdrückt. Und das sind bei mir dann 3 Tonnen. Wie schon gesagt, da drückst du wahrscheinlich eher die Ziegelwand ein, bevor es die Tür aufdrückt. Aber hey. Ich hab gemacht, was gefordert ist dann. Und dann passt es. Wenn da was passiert, bin ich wenigstens Außenschneider. So, unser kleines Hochbeetchen. Sehr schön, sehr schön. Du kommst dann da wieder hoch. Genau, und das ist ja das, was alles drin bleibt, was wir immer dabei haben. Und dann mal den da schon mal ausräumen und dann wieder aufladen. So. Na, dreh dich. Dreh dich. Na, so gefällt's mir nicht. Entschuldigung. Was tust du denn jetzt? Sollst du denn jetzt ständig drehen? Ich weiß schon, dass die andere Kiste im Weg steht, aber das hilft jetzt nichts. So, wann bringen wir da auf jeden Fall noch auf? Gut. Der ist leer, leer, leer. Verbauen. Darum. Schön dunkel, gell? Sag mal, ich tue mal das Karma ein bisschen rauf. Graphics. Graphics. Bloß ein bisschen. Safe. Safe. Continue. Also ein bisschen besser. Ich möchte es ja nicht zu weit auf dran, weil dann wird es auch nicht schöner. Brennholz haben wir drin. Schlauch. Die sind leerig. Kann man die wieder auffüllen? Das ist die Frage. Okay. Zeige mal da eine. Bücherle. Lehmklumpen, wo ich mir denke, das sind Eisenklumpen. Dann Components, nein.
Zeug. Er kommt dann eh wieder raus da. Du kommst da rein. Gut. Brennholz kommt da rein. Wie schaut es da aus? Müssen wir mal schnell nachholen, ist da noch alles drin, was wir brauchen? Gibt also ein bisschen Feuerholz ab. Split half, da haben wir zwei eine. Kann das nur durchlaufen? Ja, sehr gut. Samen. Ja, da brauchen wir nur einen Schrank fürs Beet, genau. Ein Beet-Schrank. Kanister. Batterie. Schrank fürs Beet. Ich muss also Kisten hernehmen. Also nehmen wir erst einmal die Kisten her für Beet-Sachen. Aber das klappt nicht. Ja, wir können das ganze Regal ja hernehmen, dann passt es auch wieder. Seile. Du kommst raus, es kommt rüber. Wird schon wieder ganz schön dunkel da. Aber heute schalten wir uns Licht ein. So, Autopeile, da machen wir einen Kanister mit rein. Genau. Das musst du mal raus, das nein, aber dann da mal die mal raus, die nein. Genau, das daneben können wir die eine und den Samen nochmal. Ja, ein bisschen weg dran und dann werden wir uns vorbereiten, um die Banditen anzugreifen, die was da bei uns ja nebenan wohnen. Ja, werden wir uns die mal vornehmen. Schaut so, dass wir was nachlegen. Minimal Salz haben wir gefunden, das ist natürlich ganz schlecht. Wir brauchen auch viel mehr Salz. So, jetzt schon mal. Oh, da ist nichts drum, oder? So, du kommst da rein, du kommst da rein. Kommst du einer? Kommst du einer? Du auch? Da kannst du einen Komponenten noch mal ein bisschen wenig. Rest. Genau, wo du eigentlich das Salpeter zeige ich. Das kann man eigentlich da vorne. Obwohl, nein, es geht eigentlich zur, eigentlich jetzt zur Werkbank dann für die Munitionherstellung. So, Saatgut. Salpeter und Schwefel. Gunpowder. Brennt aber nichts mehr, oder? Nein. Das haben wir jetzt alles einmal da um. Dass das alles einmal beieinander ist. Weg. Kaffee. Salz. Mai-Essen drin. Eieiei, da ist auch noch Essen drin. Das sollte ich aber vielleicht nicht mehr essen. Pfeffermühle einer. Riegel ohne Ende, so mag ich das. So, jetzt haben wir da aber nirgends mehr Essen drin, gell? Haben wir noch einmal Fetten drin. Schokoriegel. Was soll.
Was denn, soll ich das noch essen? Oh, lieber nicht. Lieber nicht. Ich glaube, das geht draußen irgendwo hin. Da beim Wohnwagen. Ich weiß schon, wir können mal eine Tonne bauen zum Wicket schmeißen. Drop, drop, drop. Das essen wir lieber nicht mehr. So, ist raus. Das kann man eigentlich da erinnert lassen. Den können wir aufstellen, wenn man nicht alles enttäuscht, oder? Genau. Also nein, den müssen wir dann in der Hand haben. Aber den können wir dabei durch hinstellen, das schaut nicht schlecht aus. So, jetzt habe ich das Licht brennen lassen. Na, gleich quasi immer. Okay. Wie viel haben wir noch im Generator? 18%. Na, 16. Aber das reicht für heute auf Nacht leicht. So. Bobby schläft. Das ist gut. Ja, begraben wir noch. Das Licht wird ja noch erschrecken, gell? Wo bin das andere Gunpowder? Das habe ich glaube ich oben. Das ist schon gescheit finster. Die hätte noch Samen gekauft. Na, da haben wir es ja. Genau, Tomaten. Oder was ist das? Tomato und Karotte. Den ganzen Sack, ich gebe bloß eins raus. Tomato Land. Gut, dann brauchen wir Wasser. Ist das finster, hey? Da sollen wir vielleicht nur Wasserfässer bauen. Hier. Wird es da so Wasserfassel geben? Wo haben die? Würde es auch so Speicherdinger geben? So Wasserfässer halt. Vielleicht ein normaler Menü drin. An der Werkbank vielleicht. Müssen wir einmal upgraden. 10 Planken, 6, 2 Zahnräder. Müssen wir mal schauen, was die haben. Ne. Aber ich habe doch recht, oder? Es hat doch früher so Wasserfässer gegeben. Für Werkbänke. Jetzt haben wir. Die haben wir. Das haben wir. Die haben wir. Die haben wir noch nicht. Repair Bench braucht man auch noch. Ja, schon mal irgendwo anzeichnen. Und da wird es langsam engeren. Oder als Auto in der Park. Wenn wir das da auch hermachen.
So. Genau, dann haben wir die schon mal anzeichnet, das haben wir. Und eine Reload Bench brauchen wir auch noch. Ja, die Werkstatt wird's klar. Einer. So. Das Sawmaschinen. Oh, ist das ein Riesendrum? Ist das ein Riesendrum? Nehmen wir einfach mal da so mittig einer. Mit oder nur vorbei? Ja, ist okay. Ja, dann ist die Werkstatt da quasi, wenn das alles baut ist, vollzählig eingerichtet, vollständig eingerichtet. So, da haben wir kein Wasser mehr drin, das müssen wir wieder auffüllen. Da haben wir noch fast voll. Wo ich mein Gießkorn dabei? Ja, da haben wir Gießkorn. Und da einer. Etwas. Ich weiß schon, es wird jetzt nicht dabei. Eigentlich soll man sauer, dreckiges Wasser. Können wir dreckiges Wasser hier nehmen zum Gießen? Also noch ist er nicht richtige Nacht, der von noch kein Feind unterwegs sein, weil bewaffnet bin ich nämlich nicht wirklich. Ich habe nur einen Schuss in meiner Pumpgun drin, dann war's das. Schauen wir mal, ob das mit dem Wasser geht. Was, 15 Liter, nein. Haben wir mit dem unsere Pflanzen gießen können. Also sollen wir doch das automatische Bewässerungssystem abbauen können. Ist denn 18:14 Uhr? Ah, alles noch gut, alles noch gut. So, schauen wir mal. Mit dreckiger Blöre. Das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal ganz gut. Na gut, dann kann man das ja, können wir das von da aus da einfüllen. Ja, dann holen wir morgen Wasser. Muss man was mal tun, wenn ein Gießkannel oder echt fein unter. Da, wie geht's uns? Hörst die? Dürfte. Trinken wir Coke. Pepsi. Entschuldigung. Eine Pepsi. Und dann gehe ich ins Bett. Und dann morgen bereiten wir uns mal vor für den Kampf da oben und das Plündern. So macht man das. Ja, aber jetzt sind gemütliche Runden zum Ausräumen. Wo die Werkbänke nochmal platziert. Sicher, dass da was gegeben hat für Wasser. Lagerstätte. Wie gesagt, werden wir schon finden. Wird schon irgendwo drin sein. Okay, ich sag danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Like und Kommentar war wunderbar. Wisst ihr, um den Algorithmus ein bisschen zu triggern. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Gameplay von Mist. Also, bis dann. Servus.